Und herzlich willkommen zu Folge 79 von Gothic 2. Velaya ist momentan hier oben in der Nähe vom Niklas, dem Jäger. Also, war natürlich eher runter, denn da sind ein paar Skelette unterwegs. Und die sind auch gar nicht unterwegs, die stehen eigentlich nur da. Aber wir sind unterwegs und deswegen würden wir sie gerne erledigen. Ist nur die Frage, wie. Ich versuche natürlich erstmal ganz stupide, auf die aggressive Weise. Heißt Nahkampf. Nahkampf oder Nachdenken, um genau zu sein. Und es wäre ganz nett. Ja, genau. So können wir das machen. Immer die einzelnen wegsäbeln. Ja, da sehe ich sogar relativ große Chancen. Ja, das so klappt's. Das Glück muss man halt erstmal haben, ne, dass das so funktioniert, dass jeder einzeln anmarschiert kommen. Ah, da ist der Russige 2 hinter. Das ist ja verschwunden. Und normalerweise rutschen die ja immer den Hügel runter. Der hat eine Ausnahme gemacht. Kein Bock gehabt, wahrscheinlich. Ja, die haben halt 2 Hände, ne? Das heißt, die haben minimal größere Reichweite. Aber können wir verkraften, haben ja Lebensregeneration und noch eine Portion Glück. So, und jetzt nicht, dass gleich ein Dritter vorbei marschiert. Hier sind nur noch Zombies sonst. Einer zumindest, 2. Ja, Zombies sind natürlich um einigermaßen Reichweite in der Nahkampfwaffe. Sind die natürlich gar kein Problem mehr. Nichts zu plündern. Das heißt, wir dürfen hier tatsächlich 1000 DP stibitzen. Brauchen allerdings noch ein bisschen was zum Level-Up. Damit wird es nicht getan sein. Also sogar noch ein dritter Zombie. Alles her damit. Solange kein Skelett anmarschiert kommt, soll es mir recht sein. So, hier unten haben wir doch bestimmt irgendwo ein Kronstöckel oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Also 3... Da hinten sind sie schon die nächsten, ne? Die Warge. Also 3 Zombies, 2 Skelette. 1200 EP. Kann man mal mitnehmen. Und sonst hoffe ich doch, was war da gerade? Heilkraut, okay. Hier gibt es doch bestimmt was Wertvolles, oder? Bestimmt irgendwo wertvolles Gemüse. Heilkraut ist zwar nett, aber nicht wertvoll. Stimmt irgendwo sehr enttäuschend. Ist auch ganz interessant hier in diesem Mini-Tal. Immer Dunst. Klar, sind ja auch die Untoten da, ne? Die siedeln sich natürlich nur da an, wo auch der Dunst. Oder andersrum, da sind sich die Experten noch nicht ganz einig. Hier ist wirklich nichts. Nichts Wertvolles. Jetzt pack doch mal die Knarre weg. Hm. So, aber wir haben in der Nähe schützende Formationen, schützende Steinformationen. Deswegen kann ich jetzt mal getrost auf die... Klar war da ein Ork dabei. Warum komme ich da nicht hoch? Hallo. Ach so, okay. Gut, gut, das ging schnell. Okay. Okay, okay. Ja, eine Ork-Elite, die habe ich nicht gesehen. Wir haben doch bestimmt noch Eisblock. Noch 3 Male haben wir dabei. Aber klar, wer sollte hier auch sonst rumgeistern, wenn nicht die Ork-Elite? Jetzt würde ich das natürlich schon gerne so machen, dass wir irgendwie den Bark... Entweder wir locken den an oder die Orkelide, aber beide habe ich jetzt wenig Ambitionen. Oh, ich glaube, so könnte es klappen. Und da scheint ja allein zu sein. Insofern, das war jetzt kein Problem. Das Problem ist da vorne und schwingt so ein 50 Kilogramm schweres. 2,50 Meter langes Schwert. Aber der ist alleine, ne?
Okay, Mole Rats, das ignoriere ich jetzt mal, das ist keine Gefahr. Da kommt der Meister. Ui, hat der kaum Schaden genommen. Oh, da müssen wir uns echt beeilen. Am 30 Sekunden, das werden wir nicht schaffen. Hat der so hohe Rüstungswerte? Das gibt's ja gar nicht. Tja, ich habe gehofft. Aber ich kann immer noch rennen. Denn jetzt kommt hier die Taktik, die angewandte. Ich bleibe erstmal im Tal hängen und komme nicht mehr raus. Nee. Wenn ich jetzt hier abdüse, der verfolgt uns ja nicht immer. Der brüllt irgendwann nur noch und lässt uns dann in Ruhe. Spätestens jetzt. War natürlich geplant. Ich wollte natürlich nur die Dinge von Brian abholen. Der ist ja immer noch da. Komm, jetzt mach einen Abgang. Das gibt's doch nicht. Verpiss dich. Jetzt. Da hat er gerufen und gegrölt. Jetzt zieht er ab. So, aber folgendes. Der regeneriert ja kein Leben. Ja, das ist die Taktik dahinter. Ja gut, also unterm Strich habe ich einfach einen Eisblock verballert. Und da merkt man jetzt auf jeden Fall Defizit, was Stärke angeht. Also 140 Schaden sind wuchtig, aber wenn du keine Stärke hast, hast du keine Stärke. Wie viel haben wir? 26, ne? Und wir haben schon alles... Ne, haben wir nicht. Und die Scherbe macht auch keinen Unterschied. Naja, ist egal. Hallo, junger Schmied. Also müssen Sie eigentlich auf Geschicklichkeit fokussieren. Was machen meine Kugeln? Sie sind fertig. Hier hast du sie. Wenn du mehr Kugeln brauchst, sag Bescheid. Ich komme darauf zurück. Wir sehen uns. So, das waren jetzt aber erstmal nur die, die wir wieder verwerten können. Davon hatten wir eh noch ein paar, genau. Das heißt, das brauchen wir jetzt eigentlich vorerst nicht mehr. Das dürfte passen. Dann gehen wir mal in Runde 2. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das wirklich sinnvoll ist, was ich hier vorhab mit den Orkeliten. Ist ja nicht der Einzige, der hier rumgeistert. Bei weitem nicht. Das ist ja das Schlimme. Aber das wäre jetzt gerade schon... Hat er wenigstens auch ein bisschen Fallschaden genommen. Das jetzt wenigstens ein bisschen einfacher machen. Haben wir überhaupt genug Mana, bevor wir gleich... 5 Mana haben wir noch und es kosten ja alle 5 die Spruchrollen. Ne? Nicht, dass ich jetzt gleich hier... Ja... Dauer 19 Sekunden. Okay. Schaden pro Sekunde, das kannst du ignorieren. Das interessiert den Scheiß. Aber nun gut. Wie gesagt, der sollte eigentlich bei der Ausgangsposition wieder zu finden sein. Das heißt, wenn da unten die Skelette sind, würde ich am liebsten hier erstmal hochgehen. Wie auf der Höhe alles begutachten können, aber da kriege ich schon wieder irgendwie Angstzustände. Dass der Krawallo uns dann direkt wieder auf die Nase hauen will. Ich sehe ihn von hier aus auch gar nicht. Aber der müsste irgendwo da sein. Die verschwinden im Normalfall nicht. Na gut, im Eisblock geht's ja auch, ne? Da ist er. Ja, er hat ein bisschen weniger als Hälfte Leben. Macht das jetzt auch nur, damit wir uns hier gut fühlen können, nicht weil wir das hier... Es ist kein wirklicher Erfolg in dem Sinne, aber... Ich vergeude erstmal Zeit. Ich verbuche es als solcher. Ja, das ist jetzt erstmal ein Gewinn für uns. Wenn wir den besiegen, kriegen 450 EP. Ist natürlich wenig wert, wenn wir mal ehrlich sind. Aber der Gegner ist tot. Und das ist die Hauptsache. Jetzt haben wir erstmal hier unsere Ruhe. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir jetzt keine Dinge mehr, ne? Oder kaum. Ich glaube, einmal Eisblock haben wir noch. Vielleicht zweimal. Ja, also Molwitz säbelt mal weg, ohne dass man sich Mühe geben muss. Schon deprimierend zurzeit.
Aber gut, Kraftunterschied zwischen Mallrat und Ork Elite, das muss man keinem erzählen, glaube ich. So, da hinten haben wir wieder einen Warg. Zwei sogar. Kommen die näher? Nee. Das Schöne ist, wenn es zwei sind, kann man wenigstens davon ausgehen, dass es dabei bleibt. Ja, also wenn man ein Warg... Oh, Goblinbären, sehr gut. Wenn man ein Warg irgendwo in der Prärie stehen sieht, dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, mit 80% Wahrscheinlichkeit, dass das Herrchen nicht weit weg ist. Dass irgendwo lümmelt auch ein Ork rum. Bei Zweien kann man getrost drauf... was heißt getrost drauf zurennen? Das wäre jetzt natürlich auch wieder eigentlich ein fataler Fehler, den ich gerade begehe. Vor allem, wenn es drei sind. So, Freunde. Ganz langsam. Ganz langsam. Okay, wir gucken jetzt erstmal uns die Situation an. Sind noch hinter mir? Die sind so lautlos manchmal. Haben es tatsächlich nicht geschafft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die werden uns auf den Fersen. Also es sind drei. Das ist natürlich sehr beruhigend. Ah, lass mich raten. Der knuspert jetzt am Mallrat rum. Ah, dein Fehler. Schade, das mit dem Überraschungseffekt, das ging ein bisschen in die Hose. Weil wir natürlich starten mit ja, keinem Crit. Aber egal. So, im Grunde hat immerhin das funktioniert, was ich vorhatte. Ne? Da kann man ja nicht allzu viel meckern. Ist übrigens gar nicht keine schlechte Idee, wenn wir die einfach zu den Mallrats lotsen. Das funktioniert nämlich auf alle Fälle. Hallo? Sind das jetzt noch zwei oder sind das irgendwie insgesamt vier gewesen? Das darf doch nicht wahr sein. Ah, da ist er. Guck mal, da. Rennt er erstmal uns vorbei. Wo ist jetzt der andere? Ich werde aus denen nicht schlau. So, haben wir irgendwo jetzt... Hat er sich verkrochen? Haben wir es überhaupt mit einem Individuum zu tun oder sind es wieder zwei? Ne, ist nur einer. Dann komm her, du bist weggemetzelt. Das war ein schöner First Strike. Schöner Erstschlag. Schön aus der Hechtrolle direkt einen reingezimmert. Da ist nichts zu holen. Kann man mal so stehen lassen. Ich habe hier trotzdem totale Paranoia. Also ich hasse es hier drin, in diesem Wald. Gerade wenn alles voll ist mit Ork-Eliten. Ja. Ist keine Ork-Elite. Eigentlich dürfte ich mich gar nicht beschweren, aber... Es sind noch wieder zwei. Das... Ja, natürlich sind es zwei. Ja, kommt mein Cousin auch dabei? Ja, jetzt hört mal auf. Ich mach dasselbe mit der Ork-Elite. Aber die werden jetzt wahrscheinlich einfach ablassen von mir. Ja, man hat's gehört. Die haben ihre Waffen weggepackt. Okay. Ich glaube, ich werde wohl eingestehen müssen, dass wir in den tiefen Wald hier, in den dunklen, düsteren Wald, ja, nicht allzu weit voranschreiten werden. Ich meine, die Ork-Elite war schon das höchste der Gefühle und dann nochmal ein paar Warge. Da kann man eigentlich schon mit sich selbst zufrieden sein. Aber da es jetzt sowieso dunkel wird, gehen wir mal zurück in die Stadt, pennen eine Runde, holen uns dann bei Konstantino, wobei den können wir glaube ich jetzt schon abholen, den Mana-Regenerationstrank und der wird auf jeden Fall angenehm sein. Den zu besitzen, da können wir nämlich erstens mehrmals am Tag uns teleportieren und zweitens auch mal unsere Spruchrollen ein bisschen aktiver nutzen. Ich meine, haben wir jetzt 15 Mana insgesamt, das heißt, wir können im Durchschnitt mal zumindest drei Spruchrollen verwenden, aber ja, mit Mana-Regeneration trotzdem angenehmer. Also vereinzelte Erfolge gegen die Ork-Horden, das ist schon mal nicht schlecht und wir
haben auch bald wieder Level Up tatsächlich. Das geht auch jetzt relativ flott. Mensch, ein Glück wieder hier. Da fühlt man sich direkt wieder sicherer. Wir sind jetzt gerade schon bei Zuris hin. Jetzt wird ein bisschen eingekauft. Wir haben Geld und den Willen hier Unwetter mitnehmen. Ein Skelett, ein Golem, ein Dämon. Auf der anderen Seite soll jetzt auch nicht das ganze Geld verballern, was ich habe. Aber ansonsten, eines Mana da auch noch. Belassen wir es erstmal dabei. Gegen Schattenkrieger wird es sinnvoll sein. Dann erstmal zu Konstantino. Und ich werde auch mal, das hatte ich nämlich jetzt auch schon irgendwie längere Zeit aufgeschoben. Wir haben doch hier noch, oder habe ich das schon gemacht? Ich habe viel zu viele Ramsch hier rumfliegen. Wir haben doch, genau, wir haben Honigtabak war, glaube ich, Geschicklichkeit. Apfel war Stärke, Pilz war Mana und Kraut war Leben. Müssen wir mal testen. Wie gesagt, bei Leben lohnt es sich ja eigentlich, das so früh wie möglich zu machen. Wie es ihrem Wesen entsprach, entschieden sie. Also war das jetzt hier am selben Tag oder können wir hier schon abholen? Da hockt da der Chef. Ich grüße dich, Meister. Nee, war wohl. Aber der hat ja eh nur Rotz. War wohl derselbe Tag. Passt, ist kein Problem, wir pennen einfach eine Runde. Bis zum nächsten Morgen. Wir hätten auch eigentlich bis 5 Uhr, aber da wäre der Gerbrand nicht wach gewesen, deswegen, das passt schon so. Ich bin bereit für den nächsten Trank. Gut, ich auch. Eine Bitte habe ich noch. Könntest du den Trank draußen und nicht in meinem Labor zu dir nehmen? Wie soll ich das verstehen? Fürchtest du, dass ich explodiere oder was? Nun, weißt du, ich bin zwar ein Meister der Alchemie, aber unerwünschte Nebeneffekte sind manchmal nicht auszuschließen. Das hat beim ersten Mal geklappt. Ich vertraue dir auch jetzt. Gib mir den Trank. Ich probiere ihn draußen. Also man scheint die Quest auch unterbrechen zu können oder abbrechen zu können, aber ganz ehrlich, Leute, das macht keinen Sinn. Natürlich existiert die Quest, natürlich kann man die machen. Was soll denn passieren? Wenn wir sterben, wird einfach neu geladen. Also, wo sollen denn da die Ängste sein? So, wie ist denn der? Sieht interessant aus. Und wegböllern. Uiuiui. Der hat's in sich. Boah, was ist das? Boah, Minne. Verkorkste Sicht. Ach, du Heilige. Ich grüße dich, Meister. Wir sehen uns. Ja, was nu? Was sagt denn die Quest? Vielleicht müssen wir erstmal warten. Deutlich härter als der erste. Ich fühle mich wie ein Frosch im Schnitzelwerk. Hoffentlich vergeht in die Nebenwirkung bald von alleine und die Hauptwirkung tritt ein. Ist einfach alles ein bisschen langsamer. Ne, ich glaube nur wir sind langsamer. Der Rest ist normal schnell. Und wir haben halt eine total verwurschtelte Kamera. Aber wie gesagt, wir müssen ja eh zu Gerbrand. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Wie es wohl für die anderen aussieht, wenn hier jemand zur Zeitlupe vorbeispringt. Muss doch seltsam sein. Also mal gucken, wie lange der Effekt anhält. Ich schätze mal vielleicht eine Ingame-Stunde oder so. Was war der jetzt uns Neues zu erzählen hier? Hey, du. Ah. Hast du inzwischen meine 500 Goldstücke? Das Geschäft läuft wieder. Hier ist die versprochene Belohnung. Ich wusste, wir haben es so nicht gekriegt. Darf ich fragen, welches Geschäft in so kurzer Zeit so viel Geld abwirft? Du hast mir zwar mein Haus wieder beschafft, das macht uns aber nicht zu Geschäftspartnern. Nur so viel. Ich hüte das Geheimnis des Stahls. Ach was. Besteht eine Chance, dass du mich am Geheimnis des Stahls teilhaben lässt? Du willst in mein Geschäft einsteigen? Keine Chance. Hältst du mich für völlig verblödet? Ja. Ich brauche Stahl. Na, das ist doch was ganz anderes. Wie viel Stangen Rohstahl sollen es denn sein? 10? 20? Oder doch eher 40? Ja, keine Ahnung, was ist jetzt hier? So, 20? 20 Stangen Rohstahl sollten es schon sein. Da muss ich einen kleinen Weg erledigen, um mich mit meinen Handelspartnern in Verbindung zu setzen.
Komm morgen wieder, da werde ich dir sagen, wo du deinen Stahl abholen kannst, wenn du gezahlt hast. Okay. Also, die Quest Gerbrand ist abgeschlossen. Und jetzt haben wir hier das Geheimnis des Stahls tatsächlich aktualisiert bekommen. Bin ja neugierig, wer das wohl ist. Ob ich ihn beobachten soll, andererseits kann mir das auch egal sein und ich komme morgen wieder und bezahle. Nein, natürlich rennen wir dem erstmal hinterher. Wir sind ja eh irgendwie unter Drogeneinfluss. Also viel mehr kann nicht mehr schief gehen. Und wir sagen, in der nächsten Folge bleiben wir tatsächlich erstmal wieder in der Stadt. Also ist tatsächlich alles zu meinen gewünschten Erwartungen eingetroffen. Also mit Gerbrand konnten wir reden und die Quest weiterführen. Konstantino, ja, sehen wir ja die Auswirkungen zurzeit. Und die Orks, ja, da müssen wir uns halt immer wieder mal reinbeißen in die Gegend da oben. Und wie gesagt, ich gucke dann auch mal in der nächsten Folge, das wollte ich jetzt eigentlich noch am Ende machen, aber jetzt hat das halt mit Gerbrand ja doch geklappt. Mal ein bisschen uns hier, ein bisschen hier Kraut einverleiben. Denn da können wir auch noch ein bisschen Boni uns erhoffen. Und auf der anderen Seite, ich kann ja eh nicht Stärke groß erlernen. Ich habe es zwar jetzt irgendwie seit 50 Folgen wieder vor, aber der Kurs 1 zu 3, das ist halt so verdammt unattraktiv, das will man einfach nicht machen. Deswegen schätze ich mal, dass ich jetzt in nächster Zeit einfach mal alles, was wir an Stärke zusammenkratzen, einfach runterballer und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht auf 50, 60 Stärke kommen oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Wäre natürlich schön, aber ich glaube es eher nicht. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.